Hey ho Leute, willkommen zurück zu Yuka und Layli mit Domi. Ja, mit mir. Das bin ich. Und ein Einkaufswagen. Wir gehen shoppen, Digga. Gehen shoppen, Alter. Was geht, Hexenmann? Ich bin Wally. Gehört dir dieses Pilzfeld? Hi, Wally. Nein, das ist nicht unseres. Wir sind mehr im Page-Geschäft. Super. Und das soll auch so bleiben. Dieses Level hier ist mein Revier. Ich baue in der Gegend leckere Pilze an und verkaufe sie auf dem Bauernmarkt. Ach, so einer. Ich liebe Bauernmärkte. Die hohen Preise halten den Pöbel fern. Ganz recht. Könnt ihr beiden mir wohl helfen, dieses Pilzfeld zu vernichten? Es gehört mir und ich bin mir sicher, dass es in einem dieser Pilze golden gefunkelt hat. Goldenes Funkeln? Hört sich super an. Wir sind dabei. Alles, um diese nervige Stimme zum Schweigen zu bringen. Soll das jetzt heißen? Prima, denkt daran. Solange welche übrig sind, wachsen sie nach. Es muss einen Weg geben, sie alle auf einmal loszuwerden. Oh, ich hab da eine Möglichkeit, mein Freund. Easy. Sehr gut. Krass, Leute, kommt hier rüber. Ich hab eine Belohnung für euch, die ihr nicht ablehnen könnt. Eine Belohnung? Die lehne ich von dir ab. Ich dachte, da drin hat es geglitzert. Da war nichts drin. Ja. Ich wollte es auch sagen. Dufte! Ihr habt alle Pilze zerdeppert. Du Depp. Ja. Und, was? Du Depp. Keine goldene Beute, weit und breit. Was soll das? Ich dachte, das wäre denn dein Feld. Bleib locker, Fledermaus-Lady. Das goldene Funkeln ist voll in meinem Korb hier gelandet. Ja, ja. Ich zahle meine Schläger immer aus. Okay, wenn jemand fragt, wir waren nie hier. Kapisch? Ich habe langsam das Gefühl, es war nicht sein Feld. Wessen Feld? Was ist ein Feld? Wer bist du? Wo sind wir? Sie hat deine Hose auf. Leute hammelt einfach eine Hose auf. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt der Stroh rum? Dann lass mich doch ein. Kumpel Blasentrick. Den haben wir gelernt. Von zwei Parts. Hey, da ist noch einer. Der hat eine Tüte andere, dran. Mit, da steht Layli drauf. Und Yuka. Was? Oh ja. Yeah. Aber was ist das für Taschen? Eine Platonic-Tasche und... Nein, eine Platonic-Tasche. Du kriegst auch einen ab. Achso, ich dachte, du machst andere Einkaufswagen. Wieder ein trauriger Tag im Sumpf für Olli. Weggeworfen und ungeliebt. Okay, heißer Reifen. Hast du da Peitsches in deinem Haufen Schrott? Das Einzige, was ihr in meinem Kopf findet, sind gebrochene Herzen und Verzweiflung. Sumpf man es doch auch noch. Sehe ich von hier. Was kannst du uns über dieses Labyrinth sagen? Davon sagen, Olli? Es ist furchtbar. Verschlungen und endlos und schlimmer noch, die Wände bewegen sich, damit Eindringlinge sich nicht dem Page am Ende nähern können. Oder holen können. Du bist immer noch interessiert? Ich nehme mich an. Ja. Hört sich nicht so schlimm an, wie einige Sachen, die wir schon hinter uns haben. Wir versuchen es mal. Viel Glück. Leider gibt es für den armen Olli kein Licht am Ende des Labyrinths. Okay, Olli, tschüss. Danke, Olli, tschüss.
was für ein Typ. Okay, ich muss Gas geben. Wenn das Spiel mal. Wenn mich das Spiel lassen würde. Von also Laserwänden hast du nichts gesagt. Ich gebe zu, das war Ollis Fehler. Ja. Pass doch die Laserwände auf. Wie, ich muss... Was? Wie jetzt? Hä? Ich bin gestunlocked. Ah, oh, das sind die sich bewegenden Wände. Ja, das habe ich auch gesehen, dass du gestunlocked bist. Ja, hä? Wie, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe falsch abgebogen? Ich weiß es nicht, wo du lang musst. So nicht. Oh, da hat sich eine Wand bewegt. Oh. Anscheinend. Ich hätte einfach nur umdrehen müssen. Olli, wir haben das Labyrinth bezwungen. Ohne deine ganzen tollen Tipps hätten wir es niemals geschafft. Jo, Olli. Hey, Olli, wir haben es zum Page am Ende des Labyrinths geschafft. Schön für euch. Wenn ihr beide dieses Labyrinth gemeistert habt, gibt es ja vielleicht doch noch Hoffnung für den armen Olli. Nee, ich bin ziemlich sicher, dass du keine Herausforderung in diesem Spiel schaffen würdest. Ach, Lisa ist aufbauend. Einer muss es sein. Kann nicht jeder nur Truppseil blasen. Einer muss ihm halt die harte Realität sagen. Wo sind wir gekommen? Ich meine, eigentlich hat Layli ihm eine Sache gesagt, die sehr wichtig für ihn sein könnte. Ist alles ein Spiel? Ja. Du kannst machen, was du willst. Du respawnst ja sowieso. Okay. Wir waren da. Übrigens, ich kann dir mal kurz zeigen, kannst du wahrscheinlich eh schon gedacht, aber. Was der schicke neue Move kann. Kannst du damit hochziehen. Es ist aber nicht die Fleischpeitsche, das habe ich genau erkannt. Es ist die Fleischpeitsche. War es die Fleischpeitsche? Ich glaube schon. Wo war es das, wo wir das brauchten? Da ist ein Pilz, auf den wir drauf können damit. Ja, da oben waren wir schon. Ganz ohne die Fleischpeitsche. Ganz ohne die Fleischpeitsche. Ich meine, es ist eine Zunge, die ist aus Fleisch und kannst die schwingende Peitsche. Das ist definitiv die Fleischpeitsche. Ich kann meine Zunge nicht peitschen. Hast du es versucht? Ich enthalte mich und sage nichts ohne meinen Anwalt. Ich nehme das mal als ja. Man kann jetzt solche Dinge auch tun. Hallo. Ja, ich sag, es ist sehr schmerzhaft. Gut für die Dinger auch die Zunge rausstrecken. Oh ja. Ja, doch. Ein bisschen charmant finde ich.
Die nicht. Die nicht? Oder hat das getäuscht? Nee. Aber es ist auch ein Gesicht. Ja. Aber Yuka, du kannst doch nicht die ganze Zeit die Zunge anderen Leuten in den Hals stopfen. Doch, doch, das kann er. Okay. Njam. Yuchi! Pinto! Seh nichts. Seh nichts! Ja, das Gefühl hier war nicht der richtige Weg. Oh doch, der! Das war der halbwegs richtige Weg. Du bist auf jeden Fall irgendwie auf dem Weg angekommen. Auf dem richtigen Weg. Irgendwie. Super. Oben ist auch was, oder? Ja, nicht von da oben hier. Ist auch irgendwas. Aber nicht von hier. Also, links sind erstmal links. Sind Federn. Federn heißt Wasser noch nicht. Ja, das heißt nicht zwingend, dass ich da noch nicht war. Das heißt, wahrscheinlich warst du da noch nicht. Oft nehme ich einfach nur irgendwelche Federn mit, die da unten, wo ich noch nicht hingegangen bin. Ich bin echt gut bei sowas in Federn einzusammeln. Du meinst, Federn auszugleichen, bist du gut drin. Ja, da bin ich besonders gut. Einsammeln eher nicht so. Was bist du, Mario, dass du in die Röhre gehst, hä? So Let's go! So, von Mario geklaut. Nimm mal den Shortcut. Yo, Paige, komm raus! Ich kann sie nicht mal so seitlich aus dem Stäben schieben. Wie soll das gehen, Domi? Hast du gesehen, wie breit das Paige ist? Wie hoch und wie breit die Gitter sind? Wie sollen das rauskommen? Ja, du hast recht. Das ist doch vollkommen unmöglich. Ich finde so ein Glitch-Pagey gut. Was? Ich finde so ein Glitch-Pagey gut, was sich einfach so seitlich mal wieder so rausschiebt und dann wieder reinspringt. Ja. Hilfe, Capital B hat mich hinter diesem grauenhaften Plattformkurs gesteckt. Ihr müsst schnell sein, wenn ihr diese Zeitschluss öffnen wollt. Moment. Ja. Capital B wollte doch die Pages haben, oder nicht? Ja. Und das ist jetzt eins von Capital B's Pages. Capital B hat also ein Page gefunden. Und hat sich gedacht, yo. Ich glaube, er hat die gefunden und hat sie dann hinter Challenges versteckt, damit keiner sie holen kann. Anstelle, dass er sie einfach in sein Büro packt. Ich wollte gerade sagen, warum packe ich die nicht alle geordnet in mein Büro? Weil dann jemand wie ich einfach ins Büro gehen und alle mitnehmen. Ja, aber du würdest ja die Großwälzer gar nicht aufkriegen, weil du gar keine Pages finden würdest. Das ist richtig! Du würdest quasi niemals dahin kommen. Da hat wohl jemand einen Denkfehler gehabt. Hat er wahrscheinlich von Grunty, die hat auch die Puzzleteile in Welten versteckt und stelle sie einfach in eine Schatztruhe zu packen und abzuschließen. Und den Schlüssel zu verschlucken. Also es ist immer wichtig, den Schlüssel verschlucken. Genau, wie bei dem Keuschheitskäfig. Richtig. Wenn du mich entschuldigen willst, ich muss mal kurz den Schlüssel verschlucken. Ich mache dir die kurze Stille. Weil da, wir tragen noch alle ein, oder? Nee, ich nicht.
Das ist ja auch billig. Aber ich bin halt verheiratet, deswegen muss ich ja den Schlüssel verschlucken. Jungs, ihr kriegt alle was ab. Siehst du? Oh, so soll man die Dinger töten. Ja. Hab ich auch gerade rausgefunden. Geh mal da rein, okay. Was bist du, Super Mario? Nein. Ich bin das Kuppelduo. In der Schaltmulde. Und hier schalten wir Mulden. So, ich zeig's dir. Oh, ich glaube, das war shit. Chuck, chuck, chuck! Oh, das war einfach. Normalerweise ist das so. Hä? Normalerweise ist das so. Immer schön, so dass es genau 5 am Kreis springen ist. Come on! Wir sind noch nicht fertig. Bin mir noch unsicher, ob die Kumpelblase hier kaputt geht nach einer Zeit. Okay, das war's jetzt aber. Richtig. Find's gut, dass der Strom nicht leitet durch das Wasser. Nein, weiß noch nicht, warum du durch das Wasser schwimmst, aber egal. Das war's jetzt aber. So, das war's jetzt aber. Richtig. Das war's jetzt. Das geht kaputt. Nein! Nein! Das ist nicht lustig! Alles, was er sich jemals in seinem Leben aufgebaut hat, verschwindet direkt vor seinen Augen. Will mich verarschen! Kann die nachdrücken, Tommy. Oh Gott! Du. Wieder zu. Schade. Dann nicht, ne? Hui! Komm, quatsch mir mit Skeletor. Da. Gut gemacht, eine Welt überlebt zu haben, ohne gefangen und gekocht zu werden. Hallo. Ich hätte hier draußen nicht mit anderen Abenteurern gerechnet. Ihr könnt mir sogar helfen, an mein nächstes Artefakt zu kommen. Eine Schatzsuche? Siehst du mir nicht, also, du siehst mir nicht so aus, als wärst du mit ganzem Herzen bei der Sache. Joho! Dabei habe ich doch gar keins. In der Höhle da ist ein wertvoller Edelstein versteckt. Allerdings liegt er hinter diesem dicken Glas. Ich habe Glas gehört. Das bescheidene Forscher wie ich nicht zerstören können. Glas zerstören? Habe ich das richtig gehört? Könntet ihr mir den Edelstein bitte bringen? Als Gegenleistung besorge ich euch eine dieser goldenen Seiten, die aktuell so beliebt sind. Okay, du müder Knochen, wir besorgen dir deinen Edelstein. Oh, wunderbar. Bringt den Schatz bitte direkt zu mir, sobald ihr ihn habt. Solltest du ihn eigentlich wie Brug sprechen? Das ist aber eine Sie. Ja, und? Und sie ist sehr alt. Sie ist ein Skelett. Ich sehe nichts. Sieh was?
Kannst du den Nebel damit wegdrücken? Alter, ist ein Überschallknall! Hast du schon mal einen Überschallknall Nebel benutzt? Ich auch nicht. Ich habe generell noch nie einen Überschallknall benutzt, aber... Hä? Warte, ich bin schon fertig? Habe ich keinen Nebel schon eingesammelt? Ja, du hast den Edelstein schon aufgesammelt. Ich hab keinen gesehen. Und irgendwie hast du 3 Textboxen weggedrückt. Ich war sehr verwirrt. Das war eh nur, ja, bringt ihn zu mir. Ja, machen wir. Wir haben den Edelstein. Meine Güte. Sie lässt die Hüften schwingen. Und gerade als ich aufgeben und mir das nächste Kumpelduo suchen wollte. Wir haben da oben auch andere Sammelgegenstände gefunden. Quasi als Botennuss. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehst du das? Ich will gerade wegen dem Englischen. Das ist mit Sicherheit irgendein Bone-Joke, aber... Ja, wahrscheinlich. Bone, ist ein Knochenwitz. Funktioniert im Deutschen überhaupt nicht. Ja, den raff ich aber. Also so, ich komme auch nicht darauf, was... Ja, du nimmst das Wort Bone und hängst ein Us dran. Bonus. Ja. Was geht? Ja, okay, das funktioniert im Deutschen einfach nicht. Bitte nehmt dieses goldene Geschenk als Zeichen meiner Wertschätzung. Ein paar Sumpfkreaturen haben es als Serviette missbraucht. Ich brauche erstmal eine Pause. Das ist alles so aufregend. Bis später. Oh, ist ein Ketchupfleck drauf? Oh, ich hasse es, wenn Ketchupflecke drauf sind. Also dann, nicht den Kopf verlieren. Was denn? Ich habe einen Shortcut geschaffen. Ich hoffe, sie hat genug Milch dabei. Um sie mal wieder aufzuheilen. Ja, ist wichtig. So. Das wäre auch ein lustiges Gimmick in einem Spiel. Was? Einfach keine Lebensleiste, sondern du bist ein Skelett und kriegst immer mehr Risse, desto mehr du getroffen wirst. Boah, das ist cool, ja. Und wenn du Milch trinkst, dann... Das wird voll geheilt. Oh ja, das gefällt mir. Gut, mach mal. Skelett-Minispiel? Wie Minispiel? Ein 40 Stunden 3D Jump'n'Run. Ich dachte, wir haben schon eine Idee für einen 3D Jump'n'Run. Können Sie nicht umsetzen? Ja, weil wir zu inkompetent sind. Das ist wohl wahr. Wie diese Katze. Mag die Corona-Bieren daneben. Die sind doch sehr schmerzhaft. Weiß ich nicht, wie der aufgehen. Was muss ich hier machen? Hey, guck mal da drüben. Das schnapp ich mir mal kurz. Gute Frage, was ich hier machen muss. Wahrscheinlich habe ich unten irgendeinen Zeitlimit nicht aktiviert. Ganz unten. Ganz, ganz unten wahrscheinlich. Ja. Ah, ich bin oben. Okay, wo war der Anfang? Da. Meinst du den Anfang vom Level oder meinst du den Anfang vom... Einfach von hier. Warte, ich gehe einfach mal da rein.
Knopf. Okay. Ja, ihr geht mal kurz da rein. Oder bringt mich das zum Schalter? Vermutlich nicht. Ich meine, hier war der Anfang. Oh, warte, muss ich mit dem Quatsch. Wenn Access Pagey wollen, er müssen Ende von Kurs erreichen, bevor Zeit ablaufen. Außerdem Excel nicht abschalten, während Speichersymbol auf Bildschirm angezeigt. Ansonsten definitiv nicht bekommen, Pagey. Ja. Also, was sagen? Nicht vergessen, Excel nicht verpassen Reifen, sonst kein Pagey. Von Reifen hast du nichts gesagt. Jetzt schon. Oh. Platter! Oh Gott. Und nicht sterben, sonst kein Pagey. Hä? Jetzt ist die Kiste wieder oben. Ganz einfach, wenn sie nicht da oben wäre. Ich erkenne Schummelbuden, Domi. Und das ist eine? Ja, das ist eine. Das ist so eine. Wow, so schnell. Sogar noch 9 Sekunden über. Was glaubst du, wer ich bin? Ein Anfänger? Was ist denn diese Plattform eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Oh, ja. Wir gehen jetzt da. Wir gehen jetzt zum Powerende. Das ist absolut richtig. Dabei beobachten uns diese Kürbisse. Komm, guck die Kamera, Leute. Tschüss! Gut, wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Abo, gebt uns ein Like und was auch sonst noch ihr uns geben könntet. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.